Herzlich willkommen, meine Freunde. Ich wage mich an ein neues Projekt und zwar eine Woche ohne Social Media. Ihr habt richtig gehört. Eine Woche ohne Facebook, ohne Instagram, ohne Snapchat. Warum mache ich das? Ganz einfach. Ich habe nichts gegen Social Media grundsätzlich. Ich möchte einfach mal schauen, wie viel Zeit habe ich eigentlich, wenn ich Social Media nicht verwende und was werde ich in der Zeit Effektives tun, wie wird meine Woche aussehen. Und wenn dir dieses Projekt gefällt und du dadurch inspiriert wirst, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Das allererste, was ich mache, ist, ich esse einfach erstmal eine Praline. Ja. So, jetzt kann ich arbeiten. Jetzt kann die Woche beginnen. Die Woche wird der Hammer. Die Woche wird genial. Die Woche wird so ultra krass, Leute. So Leute, ich habe mir jetzt die letzte halbe Stunde Zeit genommen, um die Woche gut zu planen. Weil wenn ich die Woche gut plane, dann bin ich nicht so krass in der Versuchung, wieder Social Media mir runterzuladen, Instagram, Facebook und so. Dementsprechend habe ich die Woche jetzt gut mal auf Papier gebracht. Es ist eine Grobplanung, nur nicht jede Sekunde natürlich, aber einfach so mal so einen guten Überblick. Ja, jeder Tag fängt gleich an mit Aufstehen, Laufen gehen, stille Zeit plus Lesen. Ich werde auch in dieser Zeit werde ich ein Buch lesen. Ich werde es probieren. Genau, und dann halt eben so Sachen wie meine Treffen, die ich habe, Predigtvorbereitungen, Meetings und eben auch ja, mein eigener Haushalt, der auch mit zum Tragen kommt. Ja, putzen muss man auch. Putzen muss man. Es ist 2021, ich war heute Abend bei meinen Eltern ohne Social Media, ohne Instagram, ohne Facebook. Es war so eine andere Welt. Leute, wisst ihr, was ich mir reingezogen habe? Jörg Pilawa Silvester Show und die Silvester Show von Johannes B. Kerner. Das war Not gegen Elend. Was cool war, dass ich mit meinem Stiefvater, wir haben zusammen Dart gezockt. One Dann bin ich irgendwann mal nachts heimgekommen und ich hatte noch Zeit, ich kann ja jetzt nicht ans Handy und habe mich dann beschäftigt mit noch einem Softwareprogramm eben für Bildschirmaufnahmen und so weiter und genau und jetzt ist fast 3 Uhr, ich bin müde und den Plan, den ich hatte, dass ich morgen um 7 aufstehe und dann laufen gehe und dann stille Zeit mache bis um 9 Uhr und dann arbeite. Ich weiß nicht, ob ich den genauso umsetzen kann, wie ich den mir jetzt vorgestellt habe. Ja Leute, der zweite Tag meiner Social Media Abstinenz neigt sich dem Ende zu und ich muss ehrlich sagen, das Projekt, es begeistert mich so sehr, weil ich meine Zeit einfach so effektiv gut nutze. Wie ihr es unschwer erkennen konntet, bin ich sehr spät ins Bett und ich bin trotzdem früh aufgestanden. Ja, man mag es nicht glauben, aber ich bin tatsächlich um 8 Uhr aufgestanden nach 5 Stunden Schlaf und habe mein Programm durchgezogen und war laufen so 20 Minuten einfach hier um den Block, habe mir Gedanken gemacht, habe mir meinen Kopf freigeschaufelt von allem Möglichen und hatte dann eine richtig gute stille Zeit mit einem liebevollen Kaffee, den ich mir zubereitet habe, von ganzem Herzen aufgebrüht, lang und schön und deftig. Danach ging es weiter. Ich habe gelesen, ich lese ja ein Buch während dieser gesamten Zeit. Ich habe ein Kapitel geschafft und das Coole ist, ich konnte mir tatsächlich so richtig viel merken. Ich konnte richtig viel mitnehmen, weil ich extrem fokussiert war. Meine Lektüre für die Woche ist von John Eldridge, Der ungezähmte Mann. Und letztendlich geht es in diesem Buch um diesen tiefen Wunsch der Männlichkeit. Ja, dass wir Männer, dass wir ein wildes Herz haben, dass wir Abenteuer leben. Er spricht von 3 Wünschen, die in jedem männlichen Herz drin sind. Und zwar das erste ist, jeder Mann will einen Kampf bestehen. Okay, Braveheart, einer der erfolgreichsten Filme der 90er, wurden nicht von irgendwelchen Frauen geschrieben, sondern von Männern. Der zweite Wunsch von jedem Mann ist, jeder Mann will ein Abenteuer erleben. Wir wollen nicht zu Hause irgendwo im Sofa gammeln und irgendwo uns langweilen, sondern wir wollen ein Abenteuer erleben. Wir wollen in die Wildnis. Ja, Eva wurde innerhalb des Gartens geschaffen, Adam wurde außerhalb des Gartens geschaffen. Und dann ist dieser Drang ja in die Wildnis. Johannes der Täufer war in der Wildnis. Elia, Mose, Gott berief sie in der Wildnis. Und das dritte ist, wir wollen eine Prinzessin retten. Stell dir mal vor, James Bond ohne schöne Frau oder Indiana Jones an seiner Seite ohne schöne Frau. Wir wollen dieses
Mädchen an unserer Seite. Wir wollen es erobern, wir wollen es retten. Und in diesem Buch geht es letztendlich darum, was uns Männer wirklich lebendig macht und dass wir wieder zurück an diesen Punkt kommen, dass wir auch lebendig werden. Wenn mein Handy links oder rechts neben mir gelegen hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht halb so effektiv gewesen, wie ich es jetzt war. Deswegen war das richtig gut. Dann später kam noch ein Kollege bei mir ganz spontan vorbei. Wir hatten eine gute Zeit, hatten gute Gespräche. Nachmittags habe ich noch ein bisschen was für die Kirche getan, meine Predigt im Kopf durchgegangen für morgen. Und abends hatte ich noch Gemeinschaft mit Leuten. Also der Tag war richtig gut. Ich war richtig produktiv und effektiv. Mein Resümee für den zweiten Tag ist, wenn ich nicht auf Social Media zugreifen kann, dann greife ich irgendwie auf andere Dinge zu. Und ich merke, wie kreativ ich bin, wie Ideen mir kommen und wie ich anfange, Dinge ja zu tun. Und auch merke, hey, wie ich besser werde, weil ich plötzlich die Zeit für diese Dinge habe, wo ich ansonsten ja irgendwie vom Kopf her in Social Media bin. Dementsprechend, das Projekt gefällt mir richtig gut. Ich bin mal gespannt, wie es die nächsten Tage weitergeht. Bleibt dran. Ja, Tag 3 von meiner Social Media Abstinenz ist es mittlerweile schon 15 Uhr wieder. Ich saß jetzt den halben Mittag hier mit dem David zusammen. Wir haben OBS eingerichtet für uns. Wir wollen als Jugend streamen bald. Tag 5 meiner Social Media Abstinenz, nur noch 3 Tage und dann habe ich es geschafft. Ja, ist eigentlich gar nicht mal so hart irgendwie, wenn man echt den richtigen Plan sich macht. Heute hatte ich frei, ich bin heute aufgestanden, habe mir erstmal richtig gegönnt heute Morgen, so bis um 10 nichts zu tun. Und dann bin ich so langsam in den Tag reingestartet. Ich habe angefangen, hier meine ganzen Flaschen wegzubringen, die sich über ein paar Monate angesammelt haben. Habe mich um meine Post gekümmert, Paket abgeholt. Dann hatte ich ja letzte Woche einen Hike, da hatte ich einen Rucksack ausgeliehen. Den habe ich sauber gemacht mit der Bürste, habe da hart gearbeitet. Dann habe ich zwischendurch gelesen an meinem Buch, ich bin jetzt auf Seite 70. Also ich habe heute 30 Seiten geschafft, bin in einer Stunde. Ist jetzt nicht so schnell, aber besser als gar nichts, würde ich mal sagen. Dann kam ein Kollege, wir haben einen Podcast gedreht, Bratan und Pastor. Wir sind in der 6. Episode, sehr zu empfehlen, dieser Podcast. Gönnt ihr doch einfach mal, auch ganz entspannt. Und dann waren wir noch Eisbaden am Degenbachsee, ganz spontan. Genau, ich habe da noch Video geschnitten bis heute Abend und immer noch nichts gegessen. Aber ja, die Zeit verfliegt, wenn man sich echt gut beschäftigt. Es war ein richtig guter, produktiver Tag heute wieder. Tag 6 meiner Social Media Abstinenz, nur noch ein Tag und morgen ist mein Geburtstag. Also so gut wie geschafft. Heute war normaler Dienstag, den ich so immer hab, ja, ich hatte 2 Meetings. Das erste war das Pastoren-Meeting, das ging bis ca. 12 Uhr und danach mittags hatte ich noch ein anderes Meeting zusammen mit dem FSJler, wo wir die Woche geplant haben. Danach habe ich noch ein bisschen auch meine Woche geplant, so was abgeht, was ich noch tun werde, von den To-Dos her. Und dann habe ich noch gelesen und dann abends habe ich ein Highlight erlebt. Und zwar habe ich zusammen mit dem Film ein Regal von mir aufgebaut. So Bruder, was geht? Also wir bauen das Regal auf. Jetzt ist schon wieder 20 Uhr. Ich bin leicht müde und ich freue mich jetzt gleich bei Lieferando was zu bestellen. Ja Leute, mein Projekt ist offiziell zu Ende. Wie war jetzt diese eine Woche ohne Instagram, ohne Social Media? Ja, ehrlich gesagt, am Anfang war es schon komisch, weil man schon auch gewohnt war, immer drauf zu klicken die ganze Zeit und dann auch zu scrollen und das war dann plötzlich irgendwo nicht mehr da. Nach 4 Tagen hatte man schon das Gefühl, dass man irgendetwas verpasst, ja, dass man nicht mehr mit der Welt connected ist und man hatte schon Lust, auch sich dann wieder mal abzudaten, mal zu schauen, hey, was geht ab? Das Gute war, man hat einfach sein Ding gemacht, man hat sich mit niemandem verglichen, man lag nicht dann abends im Bett und dachte sich so, boah, heute habe ich wieder nichts geschafft, ja, weil man sich verglichen hat mit der und der Person, die in meinen Augen quasi mehr geschafft hat. Aber hätte ich mir keinen Plan gemacht in dieser Woche, hätte ich mir deutlich schwerer getan. Sprich, ich habe mich verbessert im Videoschneiden,
Ich habe es geschafft, das Buch, ja, leider nur zu 40% zu lesen, aber es kam so viel anderes auch noch dazu und ich wollte ja auch ein bisschen chillen. Ich wollte ja jetzt nicht nur strikt nach Plan alles schaffen, um effektiv zu sein. Ich wollte ja auch noch ein bisschen leben. Dementsprechend bin ich aber trotzdem total glücklich, dass ich überhaupt 40% gelesen habe und auch was mitgenommen habe. Genau, ich habe einiges so auch geschafft in dieser ganzen Woche. Und ich möchte sagen, einfach im Großen und Ganzen war es ein richtig cooles Projekt. Und ich habe für mich auch jetzt eine Regel ausgearbeitet, die mir helfen soll, wie ich mit Social Media umgehe. Und zwar die 1-1-1-Regel. Und zwar, ich möchte einen Tag eine Abstinenz halten, also sprich einen Social Media freien Tag machen. Und die andere 1 ist, eine Stunde vorm Schlafen gehen möchte ich mir nichts reinziehen. Und erst eine Stunde, nachdem ich aufgestanden bin, dass ich mir dann erst wieder was reinziehe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch Liebe da in Form von einem Abo, einem Like, einem Kommentar. Und dann freue ich mich schon auf unser nächstes Projekt.